Also gut, Boys und Girls, heute öffnen wir ein neues Display des Dragon Ball Super Card Games. Wie ist das Ding? Legend of the Dragon Balls. Ich begrüße euch recht herzlich dazu. Dieses Display ist wirklich sehr, sehr geil mit verschiedenen Gotchern, nämlich zwei mit einem Baseform Goku als auch mit vierfacher Gogeta. An sich gibt es sehr schöne alternative Karten. Falls ihr euch Karten jeglicher Art abchecken möchtet, so könnt ihr das gerne bei meinem Partner machen. Gate to the Games. Ihr spart mit dem Code OZORU 5% auf euren Warenkorb. Also gut, wie gesagt, das ist ein richtig geiles Set. Hier haben wir vier Secret Rare. Und es ist wirklich genial, dass ich das Classic Card Game, also Masters. Oh, ich hab's verpennt. Stimmt, oben liegt entweder eine SR oder SPR. Wir haben eine SR. Leute, ohne Witz, ich habe seit Ewigkeiten gefühlt keine SPR mehr oben gezogen. Aber hey, wir haben Classic Goku an der Stelle. Die Karte sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. Wie gesagt, die hat sehr schöne Illustration auch, denn das Masters hat sich das so von Fusion World abgeschaut. Finde ich sehr geil. Die Illustration, die alternativen Artwork. Die haben es in sich. Vor allem die alternativen Lieder. So geil, dass alternative Lieder auch eingeführt wurden in Masters jetzt. Weil das ist nochmal natürlich nicht lukrativer, sondern besser, interessanter dann das zu öffnen, weil man dann mehr Hits bekommen kann, ne? Logischerweise. Und sie haben zwei Gotcha in das Set geballert. Das ist auch crazy, definitiv. Mugiwa. See the back, Majin Buu. Mugiwa, da lieben lang für ein 5. Oh. FIFA Gogeta Lieder. Das heißt, dann gibt es auch alternativ. Ja, gibt es. Oh mein. Mugiwa, danke für deinen 5. Sub. Was geht? Die Scorenzahl durchschnitts haben wir gezogen. Gönn dir, Amigo, gönn dir. Wenn ich einen alternativen Lieder ziehen könnte, denn die gibt es erst seit neuestem. Ich habe natürlich noch keinen gezogen, aber das wäre genial. Das wäre wirklich genial. Da hätte ich richtig Lust drauf. Außerhalb davon gibt es an der Stelle so Set Rarities. Also gewisse, also ich sag mal so eine neue Rarität, die quasi nur in diesem Set erhalten ist. Da hat auch schöne Karten tatsächlich. Aber wir sind für die, wir sind auf jeden Fall. Also natürlich, Secret Rare, God Rare wäre natürlich genial, ne, aber das ist ein anderes Ding. Secret Rare wäre heavy. Oh, müsst ihr dir vorstellen, im Masters gab's nur. Lieder gab's nur die, ne? Also so ein normalen Set, das waren die Lieder, das war's, dann gab's ein Holofoil fertig. Jetzt gibt's aber alternative Lieder. Das ist das Geile, ey. Wo da auch ZS eingeführt wurde und das gefällt mir wirklich sehr. Und da hat's wirklich ein paar Lieder, die sehen sehr, sehr spicy aus. So. Ja, Jirobi, Leute, Wild Power an der Stelle. Into Super Saiyan Goten Stunning Combination. Ich muss auch sagen, das Booster Artbox sieht echt geil aus mit dem Goku. So. Bojack. Ob's da ganz ruhig, Bojack. Piccolo Junior einfach. Barbie. Ice Shenlong. LOL. Situation Reversal. Das sieht cool aus, aber mit Vegeta im Hintergrund. Dann Bulma. No, oh, das sieht auch clean aus. Super Ghost Kamikaze. Das sieht cool aus. Sin Shenlong. Gokua. Into Bojack, into Launch. Okay, bisher bleibt es spannend. Bisher kein Hit gepult an der Stelle. Haha, Leute. Also normalerweise hat man jetzt Size SPR Plus in so einem Dragon Ball Super Card Game Display. Wir wollen aber Logo mehr hoffentlich. Wir wollen höhere Hits. Alter, der Leader sieht echt geil aus. Imagine, wir ziehen den alternativen Leader Gogeta. Das wäre heavy. Die Leader, Goku. Sinchalong Pila. Nochmal ein Z-Leader, okay. Ah, man kann wahrscheinlich diese Z-Leader, vor allem die Buu-Z-Leader, kann man die auf den Buu-Leader setzen. Gehe ich mal von aus. Könnte mich gern korrigieren. Oh, Unison Gogeta. Also, Mars ist ja natürlich. Also, ich dachte, es wäre Holofoil erst nochmal. Mars ist natürlich komplexer als Fusion World, deswegen gibt es ein paar Sachen. Uhuhu, wie. Alter, wie breit. Unfortunately for you, Omega. Wie breit der ist, Alter. War deine Fest. Oh ma. Wait. Das ist eine normale SR. Die sieht geil aus. Spirit Bomb Goku. Das ist eine normale SSR. Nicht SSR. SSR. Wir haben eine SSR.
Das ist eine normale SR. Die sieht richtig geil aus, finde ich. Son Goku Ultimate Spirit Bomb. Ihr seht auch schon Zeitfarben, ja. Ich hoffe mal oder denke, dass ein Fusion Rod das in Zukunft auch kommen wird. Also es ist eine rot-grüne Karte. Kannst sowohl in roten als auch grünen Decks spielen. Unterschied. Du brauchst aber hier, um ihn zu spielen, muss eine der vier Energien rot sein und eine grün. Das sind diese Bällchen links. Energy Exhaust, Deflect Doubles. Oh Gott, was hat denn das alles drauf? Energy Exhaust und so. Aliens, Red, Green. This card gets power equal to the total power of the card. Switch to Rest Mode by the skill for the battle. Additionally, you may discard one card from your hand. If you do, draw two cards and choose all of your open battle cards with power less than or equal to this card's power and KO them. Activate main limit 1, 2 Energie. If you lead a green or a Gogeta GT card and you have 3 or more energy, play this card from your hand. Oh, okay. Ja, interessant. Ey, pff, interessant. Die Karte gefällt mir, sieht schön aus mit der Genki-Dama definitiv, aber muss schon sagen. Also, unsere erste Essay war auf jeden Fall nice, meiner Meinung nach. Eieiei, schauen wir uns mal an, wie es weitergeht. Haha, Leader, gebt euch, wie heavy der aussieht. Ah, wie böse, der ist ready. Galactica Donut. Auch nice. Hinschen an. Ah, der klingt Piccolo's Eck. Das wäre Geistrang, ne? Dass er einfach Piccolo Junior rausgekotzt hat, einfach nur. Das war so witzig. War mit so einem Loch im Bauch hat er das einfach gemacht. Oh, wir haben noch eine SR. Guck mal, wieder den Pakt. Super Saiyan Goku vs. Nuva Shenlong. Wieder den Pakt. Ich mag den. Dual Attacker Blocker. Okay. Hey, das sieht heavy aus. Das ist natürlich sehr, sehr golden jetzt. An der Stelle wegen Nuva sicherlich. Muss sagen, die Schrift ist sehr schwierig zu lesen. Das ist eins mit... Das Goldene über dem Weißen, das meine ich. Auch so in Real Life. Aber ansonsten, die Effekte und so, die merkt man schon. Die machen sich erkenntlich, definitiv. So, dale. Terence. Trunks Warm-Up Moves. Ja, okay, dann zeig mal drauf. Zeig mal, was du drauf hast. Friendly Margins. Situation Reveal. Blablabla. Hab ich schon gesehen. Reverse, nicht Reveal, das auch. Raid Shenlong, aktuell Raid Shen Legends, bringt er uns auch hier zum Rage. Bojack, Arrogant Agent of Destruction, aber Margin Bojack, Diggi. Keiner weiß. Aber wenn ich mich nicht irre, hat Bojack ist auch ein Leader. Hat Bojack auch ein Leader, ja, ich glaube schon. Wir wollen die Leader, Leute, die alternativen Leader, nicht die normalen Leader Skill. Four-Star Ball, no. Wir wollen die alternativen Leader. Bojack. Song One, Final Fuck. Einfach Fuck. Okay. No way. Wir haben unsere erste SPR. No way. Und die haben ihr Espia-Game auch aufgestockt. Gefällt mir auch sehr. Ich hatte immer ein Problem damit, dass man da nicht so viel großen Unterschied gesehen hat. Also. Ja, okay, vielleicht liegt das nur an der Karte. Aber ich finde schon so, dass es so randlos geworden ist, etc. Hat das schon mehr den Flair einer Alternativen. Das ist die SR dazu. Die haben mir vorhin geputten, das ist die Espia dazu. Das sieht schon heavy aus, so ist nicht. Aber vielleicht liegt das gerade an der Karte selbst, weil halt sehr viel Goldeffekte draufgeballert wurden wegen. Nuva Shenlong. Aber okay, wir haben unsere erste Espia und die gefällt mir. Die sieht clean aus. Die erste Espia ist durch. Mal gucken, ob wir eine Zeit bekommen oder halt was anderes. So einen alternativen Leader. Der Hit in diesem Set sind natürlich außer von den Secret Rare. Die in dem Set sind es aber 4 Secret Rare. Unüblich, normalerweise sind es 3. Darüber hinaus natürlich die God Rare. Hier haben wir 2 God Rare wegen den 4 Secret Rare. Und die God Rare sind unter anderem ein Baseform Goku und ein vierfacher Gogeta. SR Majimbu, der sieht auch cool aus. Und eine God Rare vierfacher Gogeta, das ist natürlich auch ein Big Hit, die God Rare vierfacher Gogeta. Außerhalb davon, die alternativen Leader sicherlich.
Die Set-Rarities, weiß jetzt nicht, wie gefragt die sind oder wie selten die sind. Aber Gotcha ist natürlich das Ding. Es wäre geil, wenn wir geile vielfache Gogeta-Karten ziehen. Es müsste natürlich nicht unbedingt die Gotcha sein. Das wäre geisteskrank zu erwarten, dass man das definitiv zieht bei den Raids. Aber so eine Alternative oder eine Espia Vielfalt Greater wäre geil. Seven Shadow Dragons Ensemble. Okay. Oh, das. Aha, die sieht cool aus, die Karte. Charging Ultra Boo Boo Volleyball. Das sieht cool aus. What the heck? Sie extra. Ach, man kann extra Karten auch aufmotzen jetzt. Das sind sie extra Karten. Okay. Oh Gott, und da gibt es sogar sie Energies und so. Oh, ich will gar nicht weiterlesen. Alles klar. Terence into Ace Shenlong. Die Legende. So weit, so gut, würde ich meinen. Let's go. Weiter geht's. Lol, Alter, was ist das? Super Water of the Gods. Oh, komm, alle Tee trinken. Oh. Super Boo Donut Champ. Das ist mir erst jetzt aufgefallen, dass das sie extra Karten sind. What the heck? Das sieht cool aus. Die Legende Final Thug einfach. Son Gohan, Opa Gohan, dachte der wird kurz Rapper. So. Also. So, Dele. Weiter im Kontext. Vegeta! Hinzu nochmal Vegeta und Goku, okay. Okay, so. Okay. Die Gotenks, die da sieht auch cool aus. Weiß nicht, ob da hinten was war. Da hat es durchgeglitzert, aber ich meine, Holofoils glitzern ja auch. Schauen wir mal. Wird gleich spannend. Oh, die Karte sieht cool aus. Im Innern. Okay, normale AR-Holofoil. Gut. So, Ladies and Gentlemen. Oh mein Gott, es wird spannend. Ich werde ein bisschen nervös, ich weiß warum. Hoffentlich wegen dem geilen Hit gleich. Sehen wir. Believe it. Oh ja! Das ist die erste die Set Rarity. Woo! DBR heißt wahrscheinlich Dragon Ball Rarity, weil das Ding aus der Lens of the Dragon Balls oder so. Die sieht cool aus, die Goku. Wie findet ihr die Goku-Karte? Das sieht geil aus. Das ist einer der Set Rarities, wie gesagt. Die sieht cool aus, Mann. Die gefällt mir, die Karte. Nicht sie Unison-Karte. Die ist clean, finde ich auch. Vor allem diese goldenen Effekte sieht hier viel, viel besser aus als auf der Espia. Ich weiß nicht, ob eine Set Rarity pro Display garantiert ist, etc. Ich könnte es mir vorstellen. Falls jemand von euch weiß, gebt gerne Bescheid. Ich öffne das Display auch zum ersten Mal gerade. Aber wir haben. Ah, Dragon Ball Rare heißt das, genau. Es gibt an der Stelle 7 Dragon Ball Rares. Genau. Und, ah, jetzt hier steht's dran. Pull the 7th Anniversary God Rare. Den Base von Goku. Aha, das ist das 7-jährige Set. Kein Wunder, ist das so stacked. Das ist das 7-jährige Set. Und die Base von Goku, der Segel, ist quasi das sieben, der 7-jährige, die 7-jährige God Rare. Okay. Es gibt 7 Dragon Ball Rares, 8 Special Leader, 4 Secret Rare, 2 God Rare außerhalb von den Special Rare. 14 Special Rare, 18 Super Rare. Celebrating the 7th Anniversary of Dragon Ball Super God Masters. Ja, das ist das Jubiläumsset. Guck, das sind noch weitere Dragon Ball Rare Karten. Lohnt sich auf jeden Fall einen Blick drauf zu werfen, falls ihr Interesse habt. Ladies and Gentlemen, könnt ihr das gerne bei meinem Partner machen. Gate to the Games. Links in der Beschreibung. Ausrufezeichen GTTG hier auf Twitch. Und mit dem Code OSO spart ihr 5%. Nein, es gibt, denke ich, 6 im Case, aber nicht garantiert im Display. Ist nicht garantiert im Display? Oh mein Gott, okay, dann haben wir. Okay, geil.
Da hatten wir bisher ein gutes Display. Weil wir noch eine Django Rarity gezogen haben. Sehr geil. Oh, und auch noch, nicht, auch noch eine schöne, finde ich, die Goku. Die sieht sehr schön aus. Oh mein Gott. Okay, mal gespannt, ob wir trotzdem. Hey! SR Son Goku, Non-Stop Attack. Let's go! Eine Sea-Battle Goku. Die Karte sieht auch cool aus, tatsächlich. Okay, sehr geil. Jetzt bin ich darauf gespannt, ob wir trotzdem dann zwei SPRs haben. Unsere zwei garantierten SPR. Und ob diese Dragon Ball Rare ein Zusatz war. Finden wir demnächst heraus. Ich habe noch so. Hab noch ein paar Booster übrig. Es ist keine Garantie. Okay, du hast vier Displays geöffnet und hast keine gepullt. Ey, geil, geil, geil. Okay, vielen Dank fürs Spoilern. Dragon Ball Rarity ersetzt eine SPR. Direkt ganze Spannung rausgenommen. Vielen lieben Dank. Award geht raus. Gra! Sauber gemacht, Ladies and Gentlemen. Perfekt. Spannung gekonnt, rausgezogen. Egal, kein Problem. Kein Problem. Das heißt, wir können ja eigentlich anziehen, mehr oder weniger. Und das Ding durchbrettern. Aber die Dragon Ball Rarity, die nehme ich. Die nehme ich. Oh, die Vegeta sieht gut aus auch. Und King Piccolo. So. Aber die Dragon Ball Rare, die ist geil. Die ist geil. Darüber beschwere ich mich definitiv nicht. Auch wenn es den Slot einer SP ersetzt. Hey! Son Goku attack to save the world. Oh, nee, den kenne ich doch. Ich dachte, den kenne ich. Den haben doch, der lag ganz oben auf dem Display. Den kenne ich doch. Der lag ganz oben auf dem Display. Ah, mit Saima. Okay. Junge, Junge, wie ready ist denn Yajirobe, bitte? Wild Sense of Smell. Was hat er gerochen? Hat er jemand einen fahren lassen in seiner unmittelbaren Nähe oder was? Der ist ja richtig ready auf dem Artwork. Habt ihr das gesehen? So. Der ist ready für Sparken Zero. Da ist er wieder. Da war er wieder. Die Legende. Ja, Jirohobe. Okay, Ladies and Gentlemen. Wir haben nicht mehr so viele Booster. Bisher hat es mir aber auf jeden Fall gefallen. Das Set ist nice. Gefällt mir bisher, was wir so gesehen haben. Oh. Seht ihr die FIFA-Greta-Karten? Die sind richtig geil hier. Also vom Artwork einfach. Das ist eine normale Karte, aber sieht trotzdem geil aus. Das Artwork, finde ich. Yes, Sir. Also ich wollte gerade sagen. What? Super Saiyan Blue Kaioken Vegito. Strongest Union. 8 Cost Black Typus. Und der ist ein Blocker. Krass, aber der hat nur 25k Power. Da hat er bestimmt verrückte Effekte oder so vielleicht. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, aber SR sollten wir bestimmt noch ein paar ziehen. So. Terence, okay. So, genau. Dragon Ball Classic wurde verkappert, richtig. Mal gespannt. Also, Ladies and Gentlemen, wir haben noch 4 Packs. 4 Packs, ich erwarte tatsächlich nichts mehr. Wer weiß, vielleicht werden sie überrascht. Keine Ahnung, ob so ein alternativer Leader noch möglich ist oder nicht. I don't know. Aber mit der Dragon Ball Rarity gebe ich mich definitiv zufrieden. Vor allem, weil es auch noch eine coole Dragon Ball Rarity ist. Die mit Kid Goku. Okay. SR Vegeta und Trunks. Father and Son Power. Das ist cool. Aus der Bojack-Saga. Die Karte sieht cool aus. Okay, nice. Habe ich jetzt nicht erwartet. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Ja, das ist geil am Dragon Ball Supercard Game Display. Die hauen. Ey, also man zieht echt viele SR auch. Also wenn es darum geht, quasi viel. Also mit den S, die SR. Wenn man sie in seinem Deck hat, ne, ist immer besser, wenn man viele Assets zieht. Wenn man für sie huntet im Prinzip. Ich glaube, noch besser ist es, wenn man einfach tauscht, aber ja, ist ein anderes Ding. Boah, okay, das ist eine normale Holo-Foil Z-Extra-Card. Sieht aber cool aus mit den Effekten.
Die, die, Mizzle Barash. Gotex ist so ein cooler Charakter. LR3-fach Gotex wäre auch geil, um ehrlich zu sein. Oder LF. LF3-fach Gotex mit dem Volleyball-Angriff. Das wäre genial. Das könnte ich sogar kommen sehen, nachdem Majin Buu Saga gebufft wurde. In Legends. Sowohl in Legends als auch in Dokkan, ironischerweise. Wurde Majin Buu Saga gebufft. Alter, Vegeta. Der GT Vegeta, das sieht krass aus hier. Die Side-Pose, der ist so richtig gewillt mit seiner Lederhose da. Letztes Pack. Arigato Samas fürs Zusehen, Boys und Girls für den Support. Orinio. Meiner Meinung nach richtig schön Pull gehabt mit der Dragon Ball Rarity. Lasst mich wissen, wie ihr es fandet. Bei Interesse checkt gerne die Links in der Beschreibung ab, als auch die Codes. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall auf ein weiteres Opening wieder. Schade, leider mit keinem Gogeta-Hit. Aber habe es oft gesagt, die Karte ist sehr schön. Einfach mit einem Herrchen von dem Stones Mann. Die sieht schön aus. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.